Hi Leute und willkommen zurück. Ich kann sehr gut den Ball hier hin und her bewegen mit dem Controller. So, wir hatten London heißt, wir waren im Meer waren wir. Und jetzt fahren wir eine Runde Bob. Fortfahren. Zeitfahren? Nein. Geht das ohne Move oder mit Move? Ich glaube, da konnte man eh nur den Kopf neigen. Oder? Und zwar das mit dem Bobfahren, das habe ich das erste Mal vor 3 Jahren auf der Gamescom getestet. Das war meine erste VR-Erfahrung sozusagen. Das war das erste VR-Game, was ich halt getestet habe vor 3 Jahren. Kopf neigen, ich habe jetzt... Ja, nichts gerafft. Ich habe einfach nur Kopf neigen zum Drehen und Wenden, also zum Lenken, genau. Also auf der Gamescom vor 3 Jahren war es so, dass man in so einem Sandsack sitzen konnte. Also auch in der Position, wie man auf Bob fahren würde. Also so ungefähr. Genau. Okay. Ich glaube, wir brauchen das Ding hier gar nicht, oder? Oh. Gefällt mir. Okay, die Grafik hier ist etwas pixelig, muss man sagen. Aber das... Oh, verdammt! Das Tracking funktioniert sehr, sehr gut. Mit, also einfach nur den Kopf neigen. Gefällt mir. Es war halt auf der Gamescom so gewesen, ich war da auf dem ersten Platz. Einen Tag lang. Aber ich glaube, ich werde jetzt hier sowas von verkacken. Ui! Oh. Nein! Boah, also das ist ja extrem, ja. Ich muss nur einmal so den Kopf neigen. Oh, und zack. Bin ich unterm Auto gelandet, Leute. Nein! Können wir da drunter fahren? Nein. Also ich denke mal, beim LKW würde es gut gehen. Aber unter so kleinen PKWs macht es keinen Sinn, drunter herzufahren. Ui! Okay. Was kommt jetzt? Ach, nochmal, okay. Es gibt also insgesamt 4 Rennen, so wie es aussieht. Gefällt mir. Ist zwar, also man könnte es auch als Tech-Demo ansehen. Aber man sieht damit ja, was alles machbar ist. Und wie haargenau das hier alles funktioniert mit dem Tracking. Also mit der mit dem Neigen vom Kopf, dass es alles so klappt, ne? Mit der Lenkung und so weiter. Ah! Hilfe! Gibt es hier auch eine Bremse? Nein. Ah! Hui! Na, es hätte beinahe geklappt, wenn ich. Ja, ich habe aber die Reifen berührt. Ah! Also wie es aussieht, klappt das halt mit dem unterm LKW hin drunter fahren. Ui. Hin und her und kreuz und quer. Ah. Sind wir am Ende? Nein.
Also ich denke mal, in einer liegenden Position wäre das Ganze noch realer. Mal gucken, ob das funktioniert. Es hat funktioniert, wow. Aber ich denke mal, ich werde zu weit vom Mikrofon weg. Wenn ich mich jetzt nach hinten lehnen würde, wäre das Mikrofon halt von mir zu weit weg. Ich glaube, da hinten ist das Ende. Ui. So. Rennen Nummer 3, oder? Wo bleibt mein Bild? Genau. Übernommene Zeit, 6 Sekunden. Fahrt. Ach, verdammt, das war ja gar kein LKW. Ich denke mal, das sieht gerade... Oh! Total bekloppt aus. Die ganze Zeit hin und her und... Ah! Aber naja, so ist das halt, ne, mit der VR-Brille. Hui! Da passen wir doch drunter, oder nein? Ah. Gerade runter. Sehr gut. Hä? Ach, da runter. Okay. Wow. Was geht denn hier ab? Hä, war das ein Moorhuhn? Nein. Das war kein Moorhuhn, oder? Oh nein, wir waren zu langsam, um weiterzufahren, so wie es aussieht. Verloren. Fortfahren. Na gut, dann machen wir mal etwas anderes. Ich wollte die Sachen ja eh sozusagen nur mal antesten und alle nacheinander präsentieren. Okay, Filter ist noch da.